Hallo und herzlich willkommen zum Review des Huawei Y5 2018. Ein Unboxing dazu habe ich bereits gemacht. Wer über dieses Unboxing hergekommen ist, herzlich willkommen. Für alle anderen, die sich für dieses Telefon interessieren, schaut euch doch gerne noch das Unboxing an. Ansonsten wird es jetzt hierzu ein Review geben nach dem Intro. So, das ist das Huawei Y5 2018 in Schwarz. Gibt es auch in Dunkelblau und in Gold. Ich habe mich in dem Fall für simpel Schwarz entschieden. Ich wollte da nicht viel Heckmeck. Ich habe mit dem Verkäufer da nicht großartig gesprochen. Und ja, tatsächlich, ich habe mir dieses Telefon gekauft. Das ist keine Leihgabe, kein Sponsoring. Deswegen steht hier auch nirgends Werbung. Wobei ich das trotzdem Kennzeichen nennen müsste, weil hier unten das Wort Huawei steht. Nichtsdestotrotz, es ist mein erstes Review. Deswegen seid so ein bisschen nachsichtig mit mir. Ich versuche euch an dem Telefon alles zu erklären, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz fit drin. Ich werde auch nicht großartig Schnitte machen, außer ich werde mich großartig verplappern oder ich erzähle irgendeinen Scheiß. Ich zeige euch jetzt erstmal das Gerät von außen. Wir haben eine Diagonale von 138,4 mm. Das konnte ich mir soweit merken. Bedeutet in Zoll 5,45 Zoll. Und ja, ist ein TFT-Display mit einer Pixelauflösung von 720 auf 1440. Wow, ich bin mittlerweile doch schon ganz schön fit, was dieses Gerät betrifft. Ich habe das ganze Ding 3 bis 4 Wochen im Test gehabt. Die Gesprächsqualität ist praktisch hervorragend. Was an dem Telefon natürlich super scheiße ist, ist die Kamera, das müssen wir ganz ehrlich sagen. Dafür war es aber auch gar nicht gedacht. Ich wollte dieses Gerät nur haben, damit ich ein Ersatzgerät habe, worauf ich immer zurückgreifen kann, was leicht ist, was unkompliziert ist. Das habe ich mit dem Huawei für 120 Euro, das den Marktstart im Juni hatte, praktisch auch bekommen. Es ist relativ schlecht verarbeitet, also wenn man da jetzt großen Wert drauf legt oder sowas großartig checkt, dann merkt man es natürlich. Wir haben nicht nur hier hinten die Kamera mit einer LED, sondern auch noch das Logo und dem CE-Zeichen. Das ist Plastik, das, naja, tapst auch ziemlich heftig, ist nicht besonders schön. Vorne könnt ihr sehen, wenn ich das so ins Licht halte, dass die Fingertapste auch sofort erkennbar sind. Welches Telefon hat das mittlerweile nicht? Ne? Also das Problem habt ihr fast überall. Wir haben einen 3020 mAh Akku. Der hält bei diesem Telefon relativ lang, denn wir haben 2 GB RAM und 16 GB ROM. Wir können das Ganze erweitern auf 256 GB Speicher und es ist Dual-SIM. Das fand ich auch relativ wichtig, dass man hier 2 Handynummern verbauen kann. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf Reisen gehen möchte und ich möchte nicht mein Sony XZ Premium mitnehmen und das dann irgendwie verlieren oder kaputt machen, dann stecke ich doch einfach meine Geschäfts-SIM auch noch hier rein und meine private und dann kann ich hier im Urlaub auch wirklich, bin ich auf Nummer sicher gegangen. Wir haben 3,5 mm Klinkestecker für Kopfhörer. Kopfhörer werden mitgeliefert. Was kann ich euch noch großartig erzählen? Wir haben ein Mini-USB zum Aufladen. Das geht natürlich nicht super schnell. Das Ganze ist wirklich ein Basis-Smartphone. Wir haben hier noch die Lauter-Leiser-Wippe. Es ist wirklich nichts Besonderes. Ich kann euch da auch gar nicht viel zeigen. Es ist wirklich ein absolutes Einsteiger-Smartphone. Und oder eben für Senioren mit extrem guten Augen, weil es halt von der Displaygröße her doch relativ klein ist. Ich kann euch jetzt mal hier ganz kurz, ich werde es mal kurz entsperren, dann könnt ihr auch ganz gut sehen, dass die Farben optimal sind. Ich habe es jetzt auf voller Helligkeit. Es ist relativ zügig im Bildaufbau, also zügig im Sinne von in Ordnung. Es ist jetzt nichts, was mich unbedingt stört oder wo ich sage, ich könnte damit nicht arbeiten. Die Kamera-App öffnet sich dementsprechend langsam, sehe ich gerade. Okay, das hatte ich so gar nicht in Erinnerung. Wir haben On-Screen-Buttons. Das ist was, was mich schon immer genervt hat. Das ist irgendwie für mich so platzraubend. Aber immer noch besser wie den Notch. Also im Großen und Ganzen habt ihr hier ein Telefon für 120 Euro. Relativ basic, nichts Besonderes. Wir haben auch kein Infrarot, wir haben auch kein NFC verbaut. Wie gesagt, das ist wirklich ein absolutes Basic-Smartphone. Das war es auch schon kurz und knackig von dem Huawei Y5.
Ich werde demnächst noch das Xiaomi Mi A2 Lite testen. Da dürft ihr gerne reingucken. Gibt es auch erstmal ein Unboxing. Vielen Dank fürs Zusehen. Es würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Müsst ihr aber nicht unbedingt. Ihr könnt mir auch gerne folgen. Das Abonnement ist kostenlos. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ja, könnt auch auf Instagram vorbeigucken oder auf meinem Blog. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.